Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LASK TV. Ja, dieses Mal melden wir uns von der Union Peuerbach, wo abermals ein LASKler Stammtisch stattgefunden hat. Und wenn LASK-Legenden der Meistermannschaft 64-65 auf den aktuellen Kader wie Christian Ramsebner oder Trainer Oliver Glasner treffen, dann gibt es jede Menge Sachen zu besprechen. Es war uns wirklich alle wichtig im Verein und auch uns natürlich in der sportlichen Abteilung, dass wir halt einfach, wie wir es formuliert haben, sorgenfrei durch die Saison kommen, dass wir jetzt nach vielen Jahren Zweit- und Drittklassigkeit einfach Planungssicherheit haben, dass wir auch nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen. Und das ist uns eigentlich vom ersten Spieltag an gelungen und dass wir dann in Wahrheit vier Spieltage oder vier Runden vor Schluss schon fix in der Europa League sind. Also das ist doch ja, ist eine außergewöhnliche Leistung und man kann da auch nur den Spielern zu dem gratulieren. Und ja, ist natürlich für uns alle, sind wir halt voll happy damit. Wenn uns vor der Saison wer gesagt hätte, dass wir gleich im ersten Aufstiegsjahr einen Europacup-Platz erreichen, dann hätten wir gesagt, nehmen wir auf alle Fälle. Aber was auch noch sehr wichtig ist, ist, denke ich, wie das zustande gekommen ist. Also wir haben wirklich als Mannschaft einen Schritt gemacht. Ich glaube, dass der ganze Verein einen Schritt gemacht hat in der Saison und dass wir uns auch den Platz, wo wir jetzt stehen und auch die Punkte und so wirklich verdient und erarbeitet haben. Und darauf können wir natürlich als Mannschaft, aber auch als ganzer Verein, glaube ich, sehr stolz sein. Also wenn man sich den Herbst anschaut, hat man ja doch gemerkt, dass die Mannschaft da ein bisschen gebraucht hat, dass sie in der Bundesliga angekommen ist. Der Trainer hat das eh immer wieder gesagt, es sind jetzt sehr, sehr viele Spieler dabei, deren erste Bundesliga-Saison das Jahr war. Aber jetzt im Frühjahr natürlich diese Serie mit 7 Siegen in Serie war unglaublich und das ist weit, weit mehr, als was wir uns jemals erhofft hätten. Ja, einfach toll. Wir sind der Überzeugung, dass eigentlich eine Kontinuität da im Kader ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg. Es sind 10 Spieler, die jetzt schon 3 Jahre zusammen sind. Also, und da drumherum natürlich gibt es ein paar zwangsmäßige Veränderungen. Aber wir wollen heuer den Personalwechsel so gering wie möglich halten. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ja, ich wünsche dem Laski, ich habe es Ihnen lieber gesagt, alles, alles Gute. Ich wünsche mir eines nur, dass sie wieder mal Meister werden, so wie wir 1964, 65.